So, da sind wir wieder. Willkommen zum zweiten Teil von Little Hope. Wir sind jetzt dabei, in die Stadt reinzumarschieren, beziehungsweise wer ist Spieler 1? Ich? Ach Gott, ich muss rein. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, geht los, ne? Wir haben natürlich vorher desinfiziert, ist ja klar. Oh, scheiße, mein Stream Deck. Ja, habe ich gerade gemacht. Ach, mach ich so egal. So. Alles fit bei dir, oder was? Robin ist da, ne? Moin, Robin. Moin, Robin. Robin. Alten Wemser. Du alter Sockenschnüffler. The Black Cat. Und deine Katze. Hier da oben. Kitty Cat Ohren und. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Hier, Robin, für dich. Nach Little Hope zu gehen ist die Warum einzige Option. Warum war ich da dran? Da bin ich mir nicht so sicher. Wie spielst du nochmal? Dem roten T-Shirt. Den Typen, ne? Wo waren jetzt Rennen nochmal? Okay, da nicht. Habe ich jetzt gedrückt. Geheimnisse, Kursrichtung. Ah ja, da haben wir es ja. Neu. Habe ich mir nie angeguckt. Das ist das kleine Mädchen, was da verwandt ist. Ach, verdammt. Wo war denn Rennen? Er hat doch mal gesagt, ich konnte rennen. Wo ist der Rest von der ganzen Bande jetzt? Lange gebraucht. Na super. Dann kann man die Kamera drehen. Das ist schon mal viel wert. Ja, das ist cool. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir kriegen das hin. Übrigens die Alte dabei. Wie dieser Nebel auftaucht. Oh, so ein Handy-Akku wird auch nicht lange halten. Das ist nicht normal. Vor allem meiner nicht. Guck mal hier. Wieso kann ich denn nicht rennen? Wieder. Nicht nur Socken, ja. Soll das sein? Der Timer ist. Das ist ja so ein Hexendingsbums. So, soll ich einen neuen Timer stellen? Blair Witch. Ach ja, genau. Wollen wir mehr gucken? Nee. Blut? Oh Gott. Was zur Hölle soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Ja, das örtliche Maskottchen. Eine Warnung vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist. Es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich habe genug gehört, danke. Schön Corona-Schutz. Ja, ja. 1A-Qualität. Hör auf zu husten! Was? Achso, ja, hier, da. Bist du abergläubisch? Ich habe nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Viele Leute glauben immer noch an solches Zeug. Ich dachte, du tust das ab heute auch. Nur weil andere Leute alles Mögliche glauben, heißt das nicht, dass ich das tue. Oh. Finde ich gar nicht. Aber kann man wohl nichts machen. Gehen wir zu den anderen. Wie, jetzt bin ich wieder auch mal negativ? Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Aber ich bin missbegierig. Das ekelhafte Ding auch nicht mehr sehen. Aber da ist er doch. Da läuft sie. Ja, leider. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Ja, aber ich wüsste, wie ich rennen kann. Okay, okay. Herr Oberpfadfinder. Also bei mir war es LB. Was heißt das? Weiß nicht, was auf dem Controller ist. Wo? L1 oder an L2? Den vorderen Tasten vielleicht. Negativ. Nee, doch. Ich kann rennen. Ja, aber schneller gehen. Der Tier schneller gehen? Mhm. Warte. Sieht richtig durch. Kriegt gleich eine Zerrung. Da, siehst du? Schneller gehen. Hey. Gar nichts. Kommst du mal her? Was ist? Hör mal, Schippe auf, Leute. Was steht da? Da war gerade jemand im Wald. Als ob ihr vor und nach dem Stream keinen direkten Kontakt miteinander habt. Nein. Haben wir auch nicht. Wir gehen getrennt hier raus. Ja. Ich habe jemanden gesehen. Wir seilen uns ab über dem Balkon. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Apropos abseilen. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Ist halt später an der Wand. Ey, da wird jetzt unangenehm. Ich mach ja, lieber ohne. Genau. Das wird unangenehm für dich. Ich mach lieber ohne Schwert. Was? Gut. Glaub mir nicht. Ich dachte, feucht ist dabei, ja, ne? Ja. Wir müssen zusammenbleiben. Ist doch jemand dahinter, ne? Ja. Känguru, oder? Deine Mutter. Was ist deine Freundin, Angel? Was zur Hölle? Wir haben ganz schnell die Straße verlassen. Also. Was war das? Die anderen Rennen. Himmel, was ja, und von der natürliche Schönheit, Robin, daran liegt das.
Okay, ah, Robin, du kleiner Wemser. Du Sockenschnüffler. Wir haben Angst. Ausrollen, bevor ich... Hallo! Wer immer du bist, das ist nicht lustig! Antwort auf den Chat. John, wo bist du? Ja, wie oft wir noch sagen, Sockenschnüffler. Ficker vom Herrn. Das hast du gesagt. Ach, Merkulat. Ich hätte hier allein spielen sollen. Warum versuche ich es überhaupt noch? Ah, blende mich nicht. Können wir laufen? Bleib nah bei Angela. Komm, Angela. Wo sind die anderen eigentlich? Wo macht die jetzt ab? Hey, wartet auf uns! Wie schneller gehen? Doch. Was war das? Liegt was. Gut. Oh. Ah. Hey. Oh, mega leck. Schau dir das an. Oh, nicht im Stream. Im Fernseher. Himmel, was ist das? Ah. Weiß ich nicht. Oma. L2. Eine Voodoo-Puppe. Um den Schinken. Boah, Gott, das ist ekelhaft. Oh. Wie heißt ihr, mein Herr? Höflich, ich bin Andrew. Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Wärt ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Sind jetzt in der Vergangenheit geraten, oder wie? Komm, spielt mit Welch mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund! Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Aha. Amy, komm hierher! Hier seid ihr. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. Kann es sein, dass wir mal wiedergeboren werden? Gut. Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir dann noch? Weil die hat nämlich dieselbe Stimme jetzt gehabt, wie die alte vorhin mit dem komischen Kapuzen-Ding. Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Schlösschen. Ist auch Schlösschen. Gut, dass ich nicht einmal dran war bis zum... bis zur Hälfte des Spiels. Ja. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. Kannst du mal was sagen jetzt hier? So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Ja.
weiß ich. Auf Terminator. Nee, ist aber nicht. Reis, Terminator. Habe ich so manchen Glauben, jetzt habe ich es einmal richtig gesagt. Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Ja. Geht's rein? Nein, ist er nicht, ist er nicht. Diese unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Kann sagen, ist sie wirklich in Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Wer singt da so hässlich? Angela bekommt nicht viel. Meine Mutter. Klatsch und Tratsch. Ich? Aus der Badewanne heraus. Amol oder was? Keine C-Dur. C-Dur wäre höher. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Du warst John, ne? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl. Ich bereue, dass ich den Charakter genommen habe, den ich gar nicht spielen kann. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Vielleicht kommst du umso länger dran. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Finden Sie den Busfahrer. Wer kann alle antworten? Ein Hoch auf den Busfahrer. Spieler 1. Was, bin ich die Oma? Ja. Das ist die Oma und den Typen. Nur nicht der Fabi. Was ein Joke. Ja, so hab ich mich letztes Mal gefühlt bei Man of Medan. Ach. Weil du deine Charaktere umgebracht hast. Nein. Doch. Meiner hat überlebt. Schon vergessen? Nee. Doch. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Ja, das ist der. Du hast recht. Nein, ist der nicht. Michael, ich hab so... Gib ein Little Hope, Dark Picture Anthologies, dann siehst du, wer dein Typ ist. Ey. Das ist der. Nein, ist er nicht. Hab ich extra nachgelesen. Ja, du, weißt du. Ja, aber Man of Medan hatten wir, glaube ich, auch schon überlegt. Ja, ja, aber da sagen wir auch falsch. Das ist wirklich schneller gegangen. So geht's normal. Also das Auto war scheiße. Kacke aus. Ist doch nicht mehr fahrbar. Nee, von der Grafik her, meine ich. Achso. Wieso? Das ist eine Rostlaube. Ist auch nix. Licht ist aber geil, ne? Wenn du so guckst. Das ist gut. Toll. Ist klar. Achso, was sind diese Dinger? Revolver? Okay. Menschenopfer. Sind wir diese Hinweise, wie auch bei Until Dawn und bei Man of Medan, die Zukunft vorhersagen? Also merken wir uns, Mann mit Pistole am Kopf. Nicht abdrücken. Da freue ich mich schon drauf. Nicht abdrücken, Fabian. Dann direkt nach Hause gehen. Warum? Warum? Hörst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Hoffe, du hast recht. Siehst du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Ingo. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Ist was so, Robin, ich bring die um. Nein. Oh, ich habe einen lockeren Triggerfinger. Der ist schnell mal abgedrückt. Triggerfinger? Triggerfinger ist geil, ne? Aha. Ich habe gutes Aim. Pleite gegangen hier. Alle rausschmeißen. Ja, haben sie ja gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, haben sie ja gemacht.
Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Um eine Beule am Kopf, los geht's. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Jetzt gedacht. Und wer ist es? Pip Torres heißt er. Er sieht ihm echt so ähnlich. Ist nur in dem Spiel oder auch? Nee, ich glaube, wir sind in Gefahr. Ja. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Überall ist Nebel, weil ich nicht laufen kann. Billisch. Beruhigen. Wir finden einen Ausweg. Wir finden schon einen Weg hier raus. Oh. Müssen wir ja. Soll er sein, aber ich hoffe, du hast recht. Wie sieht er dem? Danke für dein Interesse. Wir haben keinen Pizza beim Inder bestellt. Wir haben heute mal ein schönes Buffet aufgebaut. Jeder hat was mitgebracht. Wir haben noch nie Pizza beim Inder bestellt. Noch nie. Noch kein einziges Mal. So, warte, ich schick mal hier in Discord. Ja, mach mal. Und ein Oger. Schnell weg hier. Komm, schnell laufen. Oh, schnelles Gehen. Kann ich durch den Wald hier laufen? Negativ. Geil, wie das aussieht. Das Buffet. Ja, ne? Witch of Edmonton. Ne, nicht vom Ziemai. Von unserer, aus unserer Feder. Ja. War das unsere Feder? Ach, alles aus unserer Feder da fressen. Das Essen. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Der ist noch richtig viel über Robin. Oh, fast ein Kilo Nudelsalat noch. Alte will nur mit dem Endbook. Ich glaube auch, die will dich, Heino. Nee, hier. Also. Warum könnt ihr nicht einmal ernsthaft sein? Ey, wirklich. Ey, ohne Scheiß. Warum mache ich ihn überhaupt noch? Ihr seid einfach nur gut, um irgendwelche Koop-Spiele zu machen, das war's. Der eine labert von Bumsen und Ficken und der andere von irgendwelchen Olgas und Sockenfummeln. Lancelot sind wir gut für. Einer hält die Schnauze, ist richtig so. Du ja, Mädel, ne? Was? Hallo. Mal schnell gehen. Okay, geh nicht weiter. Ja, das ist schnell, das gehen, was der da macht. Oder jetzt, also ich hasse das in Spielen, wenn man schnell geht und dann gehst du wirklich nur so ein bisschen. Das ist ein Witz, ist doch das nicht ist, schnell gehen hier. Schöner durchstratzen. Muss man können. Ja, andererseits, wenn du jetzt mit vier Leuten unterwegs bist und du rennst da los, dann müssen die alle rennen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da vorne ist irgendwas! Warte. Slenderman? Eine Brücke. Das sieht aus wie eine Todesfalle. Wo lang? Beeilen wir uns. Warum muss ich jetzt wieder die Entscheidung treffen? Wie recht du hast. Ja, bringen sie wieder alle um. Töte sie. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Wir gehen den Seitenweg. Wir graben einen Tunnel bis nach China. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Bis Heino. Ja. Jetzt bin ich am Arsch. Say goodbye. Jetzt bin ich am Arsch. Und der Typ mit der Brille gehört zu den Bösen. Ich komm mit. Oder? Ja, komm mit. Sieht so fertig aus, die Alter. Die sieht echt fertig aus. Das ist bestimmt immer der Crack-Chunk hier. Können wir nicht einfach alle gehen? Wieso trennt man sich jetzt? Ist doch da hirnrissig. Ich finde das gut. Es ist wie in jedem Horrorfilm. Wir laufen da lang, hey, und ihr lauft da lang. Ihr zwei! Ihr bleibt hier. Ja. Ich bin gleich wieder da. Das ist nicht gut. Konfrontiere das Mädchen. Komm, schnell gehen. Meine Lampe. Hey!
Ist da wer? Hey! Hallo? Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Ich sehe dieselbe Alte. Hm. Ja. Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Oder wiedergeboren. Ja. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Vielleicht erleben die denselben Scheiß immer und immer wieder, weißt du, über die Jahrhunderte hinweg. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Dann lass du das noch sagen. Vielleicht Hilfe. Boah, ehrlich, okay. Bis du nicht mehr fragst. Da bin ich mal dran, wie wär's damit? Überhaupt nichts ist okay. Ich hab Angst, bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Okay, anscheinend. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Das ist auf Englisch mehr mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Juhu, ich glaube. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Gerade eher, ey. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Um Taylor. Wer war nochmal Andrew? Ja. Andrew war der junge Bursche da, der mit ihr jetzt Andrew hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand Robin? Hat dich gefragt, Omi. Okay, doch, ich bin dran. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Die mich Oma genannt? Jemand sollte mit ihr gehen. Rexgör. Echt? Was? Ich käme schon zurecht, aber... Meine gut. Schnalle. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Ach, ich bin auch Teil der Gruppe anscheinend. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch also alle, du und mich sind jetzt in einem Team quasi. Du hast wohl recht. Doch meine Schnalle. Wenn ihr den Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, wie auf Arbeit, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Bloß in einer coolen Gruppe. Ja. High five. Nur spielt ihr in der geraden und in der ungeraden Spieler Gruppe. Und ich bin immer noch drin. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Hilfe eigentlich. Wir werden eh alle sterben. Na ja, wenn ihr fünf Spieler nicht. Bleibt nah beieinander. Alter, schneller gehen. Turbo Boost! Komm, Angela. Hast du Angela Angelo? Ja. Moment. Das Geräusch. Was machst du da? Achso, rette mich. Muss ich aufpassen. Wie zwar? Was für ein Idiot, ey. Lässt halten. Danke. Okay, jetzt hab ich ihn bekommen. Aber auch, okay, weißt du, er macht erst den großen Anführer und auf einmal ist er erst wegrennt. Ja. Also, feine Sau. Das war nur der Pharisäer. Echt? Pharisäer, ja. Ich rette euch alle noch den Arsch, pass mal auf. Und der Erste, der die. Der Erste, der das Zeitliche segnet. Ja, Worms, ey. Gehen. Ich bin stolz, ich hab erste Krieg am Gewinn geschafft. Hast du dafür eine Erklärung? Wird das gehen? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab.
Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Weil ich meine, die haben damals hunderte von Weibern verbrannt, nur weil die nicht so waren, wie die haben wollten. Ja. Wäre so ein Ding. Konsequent. War schwer, mich zu fokussieren jetzt. So. Boah. Der von der Gent kommt. Genau, mal gucken, vielleicht wenn wir nächstes Mal ein Horrorspiel spielen, dass ich irgendwie 4 Headsets angeschlossen bekomme. Da ist, glaube ich, der Sound besser, also weißt du, diese Atmosphäre quasi. Ach. Ja, schreckt sich schon mehr, wenn da mal boom, der Bastard ankommt. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht. Aber Robin ist ja noch gerade online, denke ich mal, ne? Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Mach mal ein bisschen lauter. Ich bin für euch alle da. Vielleicht kann ja Robin oder Andreas, wer immer gerade noch zugucken sollte, mal sagen, ob der Ton jetzt doppelt ist. Jetzt, wo das lauter ist. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich? Okay, ihr hört nichts doppelt, alles das klar. Das war übernatürlich? Sieht's auch aus. Ja, sowas von. Sieht schon langsam fast so aus. So langsam fast, überall Nebel. Ist das kleine Mädchen im Nebel? Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Andreas, kannst du nicht im Chat schreiben? Mann. Weißt du, wo uns meckern, wenn wir einen Ton anhaben? Nicht doppelt, alles klar. Der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Das, was hier gerade passiert, ist anders als das damals. Wisch meine Worte nicht so schnell wieder vom Tisch. Ja doch, du bist abgehauen, du feige Ratte. Bringt doch mal einen Zaun wie so ein Mädchen. Pariseer, wirklich. Pariseer Schwein. Ongo-Ficker. Hallo, sind auf Twitch. Gut. Kein Grund zur Sorge. Echt? Ja. Ah, ist auf Trovo. Bin nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange, ist auf Trovo. So, jetzt muss mal was passieren hier. Ist auch so. Ein bisschen Ballerei oder sowas. Action Jack. Warum? Ja. Ich hab euch doch von Anfang an gesagt, ist. Ach, egal. So. Wer riecht ja schon wieder weg? Was bist du für eine feige Ratte, jetzt mal ehrlich? Achso, muss ich aufpassen. Wie schnell der jetzt gerannt ist, ist ja geil. Boah, leck das. Ja, das ist noch die Röstzwiebeln in den Frikadellen. Ja. Auf dem Monitor, Fabian, immer noch, da auch ruckelt. Ja. Ja. Okay, so. Das kackoptimierte Game. Obwohl Bandai Namco, dieser Publisher, machen eigentlich gute Spiele, ey. Ja, sind auch schon lange dabei. Ne? Ja. Ja, vielleicht liegt es auch im Fernseher. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Oh, ich habe eingestellt, keine Frame Limits. Was zum Teufel machst du da? Was ist hier so ein Zombie, ich hier, Alter? Mich nur ein wenig um. Du bist eine feige Sau, ist viel schlimmer. Ja. Ich bin jetzt zufrieden, wenn du das nicht geschafft hättest jetzt. Wahrscheinlich gar nicht, da kannst du noch rausgekommen. Naja. Okay. Ist eh niemand da. Ist halt schön, du weißt vorher vornherein nicht, welche Ereignisse jetzt Konsequenzen haben, welche nicht. Angucken nach Buch. Moderne Magie-Rituale. Was? Aufheben? Magic the Gathering. Ja. Beschreibung. Magic wird mit CK geschrieben? Ja. Achso, ja, das ist wahrscheinlich. Gibt's ja noch dieses alte. Nur mit C. Ja. Okay, jetzt sind wir hier ein Buch über Magie-Rituale für eine Bühne. New Age-Flüche, egal. Kitzelt hier. Soll ich gerade. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Ja, das stimmt. Das ist schon geil. Rudolf Steiners goldene Regel. Okay. Also Haare dienen zur richtigen Magie.
sowohl Flüche als auch Liebesrituale. Mhm, aber muss mit Schamhaare machen. Dreh doch mal die Kamera jetzt hier so. Oh, das ist voll nervig, ne? Also ich finde das echt. Okay, kommt da einer raus oder nicht? Irgendwas ist drin. Wir machen ein Boot im Chat. Ah, machen wir sowieso nicht. Ich würde sagen, so eine Taube kommt da jetzt gleich raus. Ich sag eine Geistererscheinung. Eine Ratte. Geist. Oder okay. Spinne. Und los. Hä? So. Ach so, ich habe jetzt Falltür. Pass auf, muss ja noch aufgemacht werden. Geil. Oh, das ist ja genau, was wir vorhin gesehen haben. Ja, viel besser los als das, was wir vermutet haben. Schön Akimbo. Jetzt geht's los. Aber ist da auch ja, aber ich kann sagen, ist sie geladen? Guck mal nach. Halt mal den Kopf und drück ab. Ja, doch, ja, fünf. Vier Schuss. Aber der falsche Charakter hat die Waffe. Nein, der Richtige hat die Waffe. Ich bin ja eh noch nicht dran gewesen. Seit zwei Stunden. Hier gebe ich höchstens noch einen Stock in der Hand. Hast du genug umgesehen? Sag das nicht. Meinst du nicht? Zu spät. Ich hab das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? Sagst du erhalten. Oh, Finger vom Abzug, du Idiot. Am Boden versteckt. Jo, tatsächlich. Und da lag sie auch gut. Ist aber gut geworden. Waffen sind gefährlich. Und wir haben schon genug Ärger. Nein, ich behalte die. Ich behalte sie. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich Son nicht. Son of Rambo, ist ja geil. Ich pass auf. Versprochen. Akimbo. Schön Akimbo. Ganz schnell laufen. Ich will schon, dass man für Akimbo zwei Waffen braucht, oder? Und wir haben nur einen Revolver. Ich will es nicht mehr sehen. Das war ein Scherz. Ja, ich muss sagen. Bis da raus. Ihr war immer dazwischen Quatsch, wenn die ja labern. Und hinterher, wann mal gewesen? Was soll ich drücken? Bam, tot. Sie hat noch nichts Wichtiges gesagt. Ach, falsch, das da. Was für ein Ort ist das? Schöne Knarre jetzt. Jo, die Frage ist, hätten wir die Knarre auch da lassen können, ne? Professor? Scheiß auf den Typen. Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Ihr wird aufgebracht. Nein, ich bin rechtfertigend. Also, was verrät ihr schon? Wir wissen nicht, was im Nebel ist. Lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als im Notfall nichts zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, erhöht sich dramatisch, wenn man eine Waffe trägt. Ja, das kriegst du viel Kunde. Ich habe keine Knarre, aber der hat die. Fühlst, das Problem. Dann behalte sie doch. Ich war noch nicht mal dran bis jetzt. Mir ist eh schon alles egal. Ist schon frisch, ne? Ja. Arschkalt, besser gesagt. Passt zur Atmosphäre, das ist auch kalt, Little Hope. Meinst du? Ja. Und die frieren nicht. Sieht so aus zumindest. Hier, ich hätte gewusst, hätte ich noch lange Hose angezogen. Ein Funkgerät, ein. Ist doch das erste Mal im Winter hier, ne, oder? Vielleicht sogar den Bus fahren. Im Herbst. Oder im Herbst? Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Du kannst mich am Arsch legen, ob ich höre überhaupt mir, du feige Ratte. Weiß Bescheid. Redest du mit mir? Bleibt nah ineinander. Alle rennen sie auseinander. So. Ja, vor allem, ich habe noch einen Revolver. War immer hier in den Griff, klack, klack, klack und fertig. Warum muss ich hier laufen? Ja, verstehe. Warum gibt es hier überall Katzen als Symbol? Für einen Ort. Ich hasse Katzen, die haarigen Kackviecher. Nee, du kannst mich am Arsch legen, mit dir gehe ich nicht. Wo ist die Alte? Wo muss ich mal questen? Was muss ich machen? Das hier? Das man nicht zusammen. Der ist doch ein Quatsch. Stuhl, nur ein Stuhl! Ja, ein Stein. Tatsächlich. Wenn wir den Stuhl nehmen können. Oder die Waffe nehmen können. Ja, aber wie gesagt, den Griff. Oder die Taschenlampe. Also, das ist ja behindert. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Nein, lass mich. Zum Kopf werfen. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst, mit das daneben werfen. Nicht jeder. Voll am Kopf. Ich weiß auch gar nicht, so gedacht. Muss es ein Ziel. Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Diskutieren die, wer die Scheibe einschlägt? Boah, Alter, ist das eine. Macht ihr dann mal endlich. Also langweilige Kacke. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Und die drücken jetzt da Date. Ah, okay. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Alter, der steht anderthalb Meter von der Scheibe entfernt. Überleg ich mir auch gerade.
Stell dir vor, ich hätte daneben geschmissen, direkt da, Charakterpunkt nach unten. Ja, so ein blödes Geschwätz, echt. Scheint sicher zu sein. Ja, unglaublich. Ach, du erstmal die Ränder weg. Ja, hat er schon. Achso. Schon so gesprungen. Ja, ansonsten oben rechts ist immer noch oben links. Ja, gut. War ganz Zaun. Du bist dran. Zombie. Ist mit also einer von denen schneidet sich garantiert. Oder auch nicht. Komm, ist immer schon. Oh, hey. Oh, Scheiße. Hey. Moment, hey. Wir disputieren hier. Klau ihm die Waffe. Ja. Nimm ihm die Waffe weg. Stein um. Stein am Kopf werfen und umlegen in die Sau, ey. Bitte. Leg die um. Bevor du es anfängst. Bitte spiele umsichtig, Fabian. Bitte. Junge, genau, hier ist noch nichts passiert im langweiligen Spiel. Bitte spiele umsichtig. Die sollen alle überleben. Also wer von euch ist dafür, dass mal was passiert jetzt hier? Also, da ist ja keine Demokratie. Das kann man wieder erst. Hallo. Hallo, Kollege. Ja, mach fertig. Mach kaputt alle. Nein, nein. Wer von euch ist dafür, dass mal was passiert jetzt hier? Bums die Alte. Nein. Also, bitte. Bitte überdenke deine Entscheidung. Bitte. Der war gut. Doppelgängerkram. Ich weiß nicht, was John oder was ich hier bei Evil Dead bei der Neuverfilmung, wo die von dem Baum auch vergewaltigt wird. Ja, beim Original auch. Ja, ja. Deswegen war er ja verboten eine Zeit lang, ne? Zeit lang ist gut, ich glaube fast 30 Jahre. Wo leuchtet der hin, ey? Wo leuchtet der hin? Das ist ja bei Tanz der Vampire auch. Nein, Tanz der Vampire gibt es auch, aber ich meinte Tanz der Polanski, den alten der hat vergewaltigt, der Polanski, ja stimmt. So ist gut, ne? Wirklich. Links ja. Kannst du den Schild angucken. Ich will Death, war das? Ich will Death. Ja. Ach, das wäre Tanz der Teufel. So, Knarre oder was ist das hier? Nee. Die Knarre hab ich und die kriegst du bestimmt nicht. Wollen wir ja sehen. Hast du erstmal die Schild angucken, hier, Mann? Vergiss das mal. So, wer klettert rüber, zack, aufgespießt, weil er abrutscht. Ich mach die Schule nie. Was muss ich drücken, wenn bei dem Steinwurf zum Beispiel gerade? Wenn das sagen? Du musst R2. Mit dem Ziel und dann R2 mit dem Start. Tee kochen. Jetzt mal ehrlich, du bist fetter als ich und ich friere nicht. Wir finden du bist es gewohnt, ich. Wollte ich gerade sagen, wir haben es zu Hause warm. Ja. Ich habe schön 24 Grad zu Hause. Ich habe auch 24. 18. Im Kühlschrankthermometer da. 21 Grad sind hier drin. Ja, viel bei dir Ding hast du vorhin angehaucht. Geh mal weg, da ich sehe nichts hier. Ja, mach Pause. Mach ich gleich weg. Das sind doch keine 21 Grad, oder? Nee. Scheiße. Liege Pisskacke hier. Ich habe ja Urlaub immer neuert. Robin, wie findest du eigentlich hier, Fabian? Wie findest du denn hier unseren Hintergrund? Sag mal was. Warte mal, Fabian, warum verstehst du nicht? Ist nur ein Schild, da steht dann immer selber Kacke drauf. Ja, aber er guckt sich an, fällt runter, er ist tot. Oh, little hope, ja. Warum spiele ich es überhaupt noch mit dir? Warum mit mir? Wieder. Ja. Dieser Rauch hier die ganze Zeit. Rauch, Alter. Ja, mal den Rauch. Oh. Da unten, na, siehst du den Rauch hier? Ja, hier die ganze Zeit dieses Feuer. Und da oben der Rauch. Das ist Nebel, kein Rauch. Guck mal, hier auf dem Karussellmädchen hier schön mit mir. Also auf dem Terminator. Hey, links. Eine Knarre. Das ist ein Zelt, okay. Das ist keine Knarre. Messer. Kackbild von so einem Scheißkind. Lass mal gucken, was das ist. Wir können doch nichts. Kleines Mädchen, oder das andere? Ach, ist da vielleicht diese der Hexe Priester? Da? Ne, diese komische Hexe. Oh, der Priester, ja, könnte der Priester sein. Katholiken alle pervers, ey. Hat Fabian seine Nebelmaschine dabei? Ja, die hat er im Darm hat er die Nebelmaschine. Ah, oh, der ist er wieder. Ah. Komm her, Mädchen. Da drüben! Ein bisschen klettern jetzt schön. Nein. Oh, da hat der Fabian gute Erfahrungen mit. Ich wollte mich gerade sagen. Schön rein in das Rohr. Hey, rein in den schmutzigen Rohr. Geht's dir gut? Bitte sei besorgt. Bitte sei doch besorgt. Sei doch einfach mal besorgt. Wer bist du? Was machst du hier? Aber geh nicht rein. Ich trau der kleinen Göre nicht. Ich schon, ich bin nett. Knall die ab. Hätte ich nicht klar, wie wir machen. Und schädel mit dem Stein ein. Nein. Nein. Das beißt dir in die Hand ab. Ich hab's dir ja gesagt. Gerade nicht passiert. Steh jetzt.
Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Gute Pfaffennummer. Ah, sag ich ja. Du hast Automod noch an, die Nachricht kommt nicht durch. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lasst mich los! Jetzt erstmal züchtigen und ausholen. Ja, wenn so Worterkennung drin ist, die das irgendwie verdächtig ist, dann blockt er das. Muss das als Admin erlauben. So auch noch? Ja, ja. Ja, egal. Du wirst mich respektieren und du sagst unseren Fans nichts. Nein! Hört. Echte Pädophiler. Loslassen, sofort! Ach, der kann die gar nicht sehen. Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Mit dem brennenden Eisen. Danke euch vielmals. Feuerschubsen. Sei still, Kind. Weiß ist der jemand, Teufel sie oder ist? Doch wir? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das die kann kein Zufall ist sein. Die Hexe. Ich verstehe es nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Ich bin dann an so einer Zeitschleife. Ja. Boah. Und die zücken jedes Mal ihr Handy. Wie du sagst, der Akku dürfte muss auch. Der Akku muss ja echt. Oder er hat einen Ersatzakku dabei. Noch alle eingebaut. LED. Leuchtet der hin, ey. Nur wir trinken. Ja, schön oben die Baumkrone. Ach, es ist wieder bestimmt so ein Ding. So ein ja, guck, wieder so ein Totenkopf, so ein Scheiß. Oh, nee, doch nicht. Jawoll. Also, wie ein Oma hängt daran und überzieht sie runter. Okay, merken. Ja, schön, dass du da bist. So. Oh, schön, ja? Klang nicht danach. Ein schönes Häuschen, ein schönes Gemäuer. Mit dem Brandy. Deswegen friere ich auch nicht. Ja. Also genau. Der ohne Witz, ich hab voll die kalte Nase, Alter. Was geht hier ab? Der hat voll kalte Füße. Hey, hier ist 21 Grad drin. Was ist denn für Heususen? Ja, da oben vielleicht. Der setzt sich doch oben drauf. Das ist, geht auch die ganze Wärme vom Fernseher und alles, weißt du? Stimmt. Ich vermisse meine Fußbodenheizung. Oh, Vic, ich sehe nichts, hallo. Kreis. Stimmt der so? Ich grad, das wollte ich auch gerade. Nicht mal einen Meter. Das ist dein Charakter, du stehst immer so beim Laufen. Oh, drei Teller tragen. Oh, oh. Oh, zwei Essen machen. Oh. Aber immerhin machen sie jetzt Pasta machen. Dass wir so aus der Stadt rauskommen. Ja, mal Essen für Kollegen machen. Da ist kein Weg. Haben wir auch schon mal die ausgeholt, die beiden hier? Ja, oh, nein. Ja, ja, nein. Micha macht immer Essen. Mein Gott, ey, ihr seid ja zwei Geheimagenten. Aber egal, wenn einer kommt. Ja, meckerst du. Was ist bei Katrin? Ja, dank der bin ich jetzt in Team 2. Wenn Katrin Hähnchen will, ja klar mache ich dir Hähnchen. Ich bin mit ihr Team 1 jetzt. Und zwar ich bei den anderen Leuten. Durch den Laden? Was? Ich glaube, die da haben eine Fabrikschließung. Achso. Monstranten da rausschmeißen. Das ist wieder so eine Info, die total unnötig ist. Mhm. Ja. Den Pfahl. Hier drüben, schau mal. Ihre Fabrik immer, ne? Ja, das ist. Das ist überhaupt. Ja, Familie Carver, also hat die da ordentlich Einfluss in der Gegend. Die Pizzeria oder was? Vielleicht sind wir ja auch die Carvers. Hier ist dann eine Knarre, oder? Wenn das ein Müllkunde, warum sollte da eine Knarre liegen? Pass auf, Ratte, Katze. Was machst du da? Katze. Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Ach, Penner. Es geht nicht anders. Oh, der auch am Unigelände, der die Pflanzen sammelt. Ja, fertig. Okay. Was für Geräusche. Jetzt? Es
Von vorne ran und hoch. Da war mal was anderes. Hier ist auch noch was. Aber wir gehen erstmal hoch. Ja, oder? Die Tür ist ja zu, deswegen muss er da hoch. Ich versuch's zu öffnen. Er fällt schon froh runter. Tot. Warum wollen die da jetzt rein? Was bringt das da? Ja, was bringt die, wenn sie draußen rum? Ich dachte, die wollen Hilfe suchen. Ja, das vielleicht finden immer, sie da drin. Was auch immer für die Hilfe ist. Wollen wir dich, wir gehen mal sehen, so im Wald. Ich bin auf dem Waldpfad. Warum wollen wir in die Hütte reingehen? Nö. Echt jetzt? Du willst da rein? Ja. Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Ja, wir bleiben im Wald. Deine tollen Pläne klappen ja immer super. Warum legst du darauf an? Jetzt mal ehrlich. Die Schlampe ist zu frech. Wie sagt man? Wie du mir, so ich dir. Gib mir Prügel. Wow, wie erwachsen. Hey, ich brauch dein Handy. Wofür? Wofür Licht? Wohl? Da drin ist es dunkel. Ich brauch Licht. Ich soll hier draußen bleiben, allein? Ohne Handy? Ich mach so schnell ich kann. Machst du immer. Hier, aber wehe, du machst es kaputt. Ja, so kriegt man ein iPhone so schnell. Umsonst. Du hast eine Knarre, ich hab ein iPhone. Wer hat mehr von seinem Gegenstand? Du oder mit deinem iPhone, ich mit meiner Knarre. Was ist teurer? Du hast kein Aim. Ich hab einen Controller. Aber ich hab 4 Kugeln. Glaub schon. Das ist jetzt der schöne SMS-Verlauf erstmal durch. Die Alte ihn betrügt. Ach, kann ich öffnen bestimmt, ne? Dann kommen die Alte. Das ist von draußen gleich. Mit Dave? Oh, scheiße. Was mit Dave gepoppt? Taylor, die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg. Oh, Baby. Davon geht nicht. War da auch noch was? iPhone 12 Pro Max, ja klar. Die Steuerung, ne? Ist so nervig, ne? Oh, Maclights. Cool. Corned Beef. Ne, Ground Beef. Ist dasselbe. Ist mit Erdkruste. Boah, Strahl! Was denn? Das war ein ruhig ein Dings-Event, ein Schleich-Event und so. Er hat direkt wieder losgeballert. Das stand X. Ey, egal was für Controller du machst trotzdem noch Scheiße. Ja, wenn er X steht, drücke X. Oh, Junge, ehrlich. Das sollte das Hallo? So sein. Nee, das sollte nicht so sein. Ach, besser. Okay. Lass hier rein, die Alte. Ich komme nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum. Durch den Zaun. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Den steifen Hals oder was? Ja, im Auto vergangen. Ah, siehst du, Ratte. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Die sehen satt aus. Eine große Bewegung. Ja. Geht klar. Sie meinte ich gerade beim Umdrehen. Hat er auch irgendwie ganz im Ohr gedreht. Noch einen Wunsch. Wie der alte Batman damals. Ja. Was ist los? Ja. Ja, ja. Ich bin gleich da. Stimmt. Ganz Adam ruhig. West. Ich komme ja. Nicht Adam West. Hier, der von, ach, wie heißt der Regisseur? Ach, hier, der Tim Burton. Genau, Tim Burton. Den Burton Batman. Ach, hier mit Walt Kilmer und so, oder? Die, nein, ne? Das war nicht gut. Ah, über die Mutter. Angela? Was zum... Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen.
Digga, die Kleine ist. Stellen, weggehen? Ja, stell dich mal hin. Komm ich dann da hin? Ach so. Genau. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Jetzt, oder? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Dann kann er die jetzt sehen. Genug der Torheiten. Sagt mir alles, was ihr wisst. Oder die ihn besser. Ja. Mach mal rechts. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Erzählt von ihr. Bei ihr war ein Pastor. Reverend Carver, der jetzt vor unserer Türe steht. Mary. Ach was, Mary. Mary? Mary sah mich gestern im Walde. Ich ging allein meinem Tagwerk nach. Es ist noch nicht alles. Mein Tadel missfiel ihr. Vielleicht schmähte sie mich. Sie ist böse. Die Gerüchte sollen Marys Werk sein. Sie ist ein schwieriges Kind, sicher. Aber nicht böse. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast meinen Fackeln Ort. Die Bude auch ab. Lass sie nicht heran. Reverend Carver, Marshall. Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Jetzt hätte ich lasse sie Knarre, nicht allein. Solches ich das regeln. Mit eurer Angelegenheit. Ist eh nur ein Schuss. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Nicht nur Musketen. Ich werde diese Sache klären. Britannia. Also ist es die Kleine der Teufel oder ein Dämon oder was ist mit der? Wem war böse? Ja. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wollen sie uns in die Irre führen. Vielleicht ist sie gar nicht böse, sondern alle anderen sind böse. Ja gut, das wird sich noch rausstellen. Ne? Aber die anderen können den Daniel nicht sehen. Nee, nur ja? die. Genau, John und Angela und so. Ne? Gesehen, oder? Genau, genau. Das, und die kleine Hexe. Genau. Eine Bitchwitch. Sind wir hier nachdenklich, oder? Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. Ich dachte, Angela bildet sich das Doppelgängerzeug bloß ein, aber wohl nicht. Tja. Angelas Zwilling wurde verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Boah, finde ich mal eklig, was denn so verdrehte Körperteile sind. Wieder eins. Ich. Einmal kurz hier, ne? War ja spannend. Mich hat gerade ein Bild gezeigt von dem Original. Die Schauspieler hier, das sieht wirklich ähnlich. Also besser als der Kurator. Ja. Ah, so. Oh, dieser ganze Gestank hier. Oh, überall hier furchtbar. Ne? Hör mal, was hat der Timer eigentlich, Micha? Er sagt 8 Minuten. Der zweite Timer schon. Ja, der kannst du dann noch machen. Ja? Oder? Weiß nicht. Nein. Entscheide du. Der Cutter. Na komm, noch 8 Minuten machen wir noch. Okay, achso, muss ich die Szenen wechseln. Aber das ist wirklich original, ne? Ja. Weicher. Ja. Guck mal. Hast du keine Jacke dabei? Doch, ich hole mir die auch gleich. Ey. Ja, mach doch. Achso. Ja, ich bin optimistisch, dass wir die Jacke... Sehen wir uns um. Hol mir die Jacke. Vielleicht finden wir was. Weichei. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. So weit ist es gekommen, ey. Füße sind wie Eisklötze. Weichei.
Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ist das ein Nickelkissen oder so? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Nein, ich hab kein Nickelkissen oder so. Kann das eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Wie ist eigentlich die Qualität von dem Stream? Ist die irgendwie matschig oder sowas? Nee, ne? Also, muss hier ein ganz gut aus. Sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Such ein funktionierendes Telefon. Wie überall in Little Hope. Das passiert schon mal, ne? Hat länger keiner mehr benutzt. Ich wirklich über den alten Resident Evil Dingern hier, ey. Ja, auch ja. Mit der Taschenlampe, ne? Ja, ja, gut, die hast du nicht gehabt, aber hier die Kamera. Du rotzt so, ehrlich. Ja, gut, das kannst du ein bisschen bewegen. Alter Hexenkerker gebaut, 1684. Wieder so ein Bild, was uns jetzt vielleicht links sagt. Kumpf zeigt. So. Ach. Soll ich wieder die Hände desinfizieren gehen gleich? Ja. Ach guck mal, es geht um den Brand. Am Anfang. Samuel A. Carver. War nicht Familie Carver vorhin? Die alles irgendwie aufgekauft hat? Mhm. Aber er war der Bürgermeister. Ich sehe ja. Eine Polizeistation oder nicht? Müssen noch Knarren sein. Nur eine Knarre für die hab ich. Vielleicht finde ich sogar zwei, nur eine Schrohflinte. Was denn dann? Ich komm. Bringst du ja noch Kopf. Scheiß Ding. Dachte, das könnte uns helfen. Lampa. Kaputt. Wie bei, was? Preacher? Der sich die Birne wegschießen wollte? Jo, der Schrohflinte. Ass-Face oder wie? Oder wie der hieß? Arschloch. Ass-Face. Ja, der hatte sich wie ein Arschloch. Aber schnell laufen hier. Warte. Was muss doch hier sein? Hier ist noch eine kalte Cola am Automaten. Ja, gar nichts mehr, ey. Du hast eine Serie dazu. Du versuchst, die Birne wegzuschreien. Frank, ist das wirklich? Was? In der Serie, ja. So in der Serie. Und dann sieht er danach so aus. Genau PC. Das sieht ja aus wie ein Arschloch. Die Artefakte. Das soll auch hier stehen auf der Fensterbank. Die Hippie-Artefakte. Der Bullen kommt. Telefon! Hä? Achso, ich denke mal, dass eine Cutscene jetzt kommt, aber dabei geht weiter. Oh, Leipzig hat verloren gegen Gladbach. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Jetzt gedacht. Mist! Wow! Choleriker. Hey. Richtig. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Ich komm wieder am Fahrrad, rennt er weg, das der Typ. Fehlt. Also Heino. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Wer durchsuchen? Hallo. Antja, ich begrüße Sie. Okay, wir brauchen ein Kabel. Kannst du beim Inder anrufen, Pizza bestellen. Wir bestellen keine Pizza beim Inder. Wo finde ich jetzt ein beschütztes Kabel? Oh, da war ich noch nicht drin.
Was ist denn für eine Buh? Die verlassen das Dorf und schließen alle Türen ab? Da kamen wir her, ne? Nee. Ist hier keine Minimap? Schön, so, Jumps Kopf. Ich würde sagen Kopf. Ich sag Ratte. Weißen oh, Zettel. Und Burt Reynolds war das. Ja. Hat schon den Kopf geholt. Reynolds. Wo ist die Frage? Ja? So, hä? Mal Telefon. Oh. Ach, guck mal, von der Deutschen Post. Das Kackding, ja. Mit Kopf hört man sich erschrocken. Was steht da? Ah. Ja, mit Wählscheibe. Robin, wir haben noch nie Pizza bei Ihnen bestellt. Rangehen? Doch, schon zig mal. Erstmal nachdenken. Halt! Erstmal abwarten. Denk nach, so lange, bis er auflegt. Okay, wir gehen dran. Oi. Geh verdammt nochmal ran! Hey, komm schon! Erstmal nachdenken, was gibt's da nachzudenken, wenn ein Telefon klingelt? Ich bin Leben ein Mann! Schön. Aus einer dunklen Hütte. Was soll denn da passieren? Da spielt auch keiner, die ihn höre. Hallo? Das ist ein Überfall. Wer ist da? Willkommen in der Matrix. Schauen Sie nach dem Baby. Von Otto Walkes? Ja. Und jetzt? Fang ein Gespräch an. Sag irgendwas. Halt, wieso? Wir waren negativ. Mit wem spreche ich? Wer immer das ist, der Anrufer hat wohl eine Art Nervenzusammenbruch. Klingt völlig irre. Ja, gar nichts. Das wird mir alles zu verrückt. Leg auf. Oh. Leg nicht auf. Das ist unsere Chance, herauszufinden, was hier los ist. Was? Uns ja wesentlich mal hören lassen können, was er da sagt. Ja, wahrscheinlich. Ula. Oh, was ist denn da? Ja, guck mal. Das ist doch die Perle, die. Ah, Timer. Komm, Mädchen. Ja, mach mal es noch. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Ja, das ist der Teufel, garantiert. Wir haben eine Abmachung. Ohne Witz, kann gut sein. Ja, ne? Kein böses Wort werde ich sprechen. Ja. Dieser Schatten, der da bei der Kleinen aus den 70ern oder so was war, ne? Das andere, dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Ja, siehste. Meine Abrechnung wird furchtbar Kommt, sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Ach, der Kronchnese. Vor Anfang. Geh zu den Deinen. Ja, siehste, die scheiß katholischen Priester. Ich alles ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Reverend ist nicht hier, Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Sei still. Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Wie ist denn die Spiele des Teufels, Reverend? Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Nein. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Lichten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit.
Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott schütze uns. So, helft mir doch. Hier unter uns. Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Ja. War früher wirklich so, ne? Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Das war jetzt der Beweis. Ich dachte, er wäre tot. Ja. Nein, er hat sich angefasst. Dadurch ist er quasi der Teufel dann abgehauen. Oh. Der Meister. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Was denkst du, war mit ihr los? Gut. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist krankes Volk damals, sehr ehrlich. Unschuldig befunden. Du wärst doch der Scharfrichter auf 5 gewesen. Es gab falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst. Hm? Oder von Geltungssucht. Wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Komm, sie ist ein kleines Kind. Ihr ist sicher nicht klar, was für Folgen ihr Handeln hat. Sie weiß ganz genau, wie ernst es ist. Aber die angeklagte Frau? Angela Nummer 2? Es schien, als hätte sie uns gesehen. Und einige der anderen auch. Da hast du recht. Sie haben uns ganz sicher gesehen. Ein Kind, das uns aus dem Nichts auftauchen sieht? Sie hätte es leicht für Hexerei halten können, gerade damals. Du kannst das Girl so viel verteidigen, wie du willst. Ich traue ihr nicht über den Weg. Jetzt mal ehrlich, wir verstehen nicht mal, wie wir all das sehen konnten. Wie soll es dann ein kleines Kind aus der Dame... Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Ich bin verwirrt. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher, wenn man jemanden, den man kennt oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Wer ist da? Hey, Professor! Ja, ihr Paket ist da. Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Wollen wir Pause machen hier? Hey, Taylor! Wir sind hier! Ich mache eine Pause. So, das war die zweite Folge von, ich wollte sagen, mehr noch mit lernen. Little Hope. Wir nähern uns dem rätselhaften Mittelteil. Ist immer noch kalt, Micha? Ja, sicher ist es kalt. Weicher, ey. Ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Savage.